Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar diesmal zeige ich euch, wie man sowas da reparieren kann. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere sowas kennt. Und zwar, das ist so ein Wäscheständer, den man über die Badewanne klappen kann. Und zwar, da macht ihr so auf, dann geht er auseinander. Ja, und dann kann man den so auf die Badewanne stellen und da ein paar Klamotten reinhängen und die trocknen lassen. So, was ist hier passiert? Warum muss ich den reparieren? Also das Gelenk hier oben ist in Ordnung, aber hier unten hapert es. Und zwar hier ist so eine Halterung eben, damit es nicht abrutscht. Auf der einen Seite, das andere geht an die Wand und auf der anderen Seite auch so. Und da war nur so eine Blechschraube, sage ich jetzt mal, drin. Die halten nicht besonders gut, ja, und die müssen wir jetzt ersetzen, weil das ist rausgegangen und wenn man das jetzt reinschraubt, das hält nie mehr richtig. Und jetzt werden wir das durch eine normale metrische Schraube ersetzen und wie das geht, zeige ich euch nach dem Vorspann. Wenn euch das Video gefällt, dann gebt mir bitte einen Daumen hoch oder ein Abo. Ich bin James Knopf selbst und das ist mein Kanal. Hier seht ihr nochmal den Unterschied. Also das ist so eine Blechschraube, die da reingeschraubt war. Ja, hier. Und das ist kein Gewinde, das für Dauer verwendet werden kann. Das schneidet normalerweise, schneidet die Schraube das Gewinde selbst hinein. Und das kann halten, aber in diesem Fall hat es eben nicht ausreichend gehalten. Und jetzt werde ich da eine metrische Schraube reinmachen mit einer Mutter. Und werde das dann auch noch mit einer Schraubensicherung entsprechend sichern, damit das nicht mehr aufgeht. Das zeige ich euch jetzt. Aber zuerst, nachdem hier die Schraube nur so drin war, müssen wir da zuerst mal durchbohren. Ich habe mir das ungefähr angeschaut. Hier habe ich eine 4 mm Schraube. Das heißt, damit ich mit der Schraube gut durchkomme, bohre ich jetzt da mit einem 5 mm Bohrer einfach durch auf der anderen Seite. Ups. Bohren nicht ausreichend. So. So, jetzt bin ich durch. Wichtig ist, ihr müsst aufpassen, da können Grate entstehen, nennen sich das. Da kann man sich verletzen auf der anderen Seite. Ich spüre das jetzt gerade, das ging relativ gut. Da steht jetzt nichts raus. Jetzt nehme ich mir dieses Teil hier. Ja, und mache das so, ich schraube hier auf, den habe ich nur da reingemacht, diese Mutter, damit ich quasi das passend beieinander habe. Dann gehe ich auf der Seite rein, so, ups, mache das da durch, die hat einen relativ großen Kopf, diese Mutter, halt diese Schraube, und da komme ich sehr schön durch. Und dann mache ich es auf der anderen Seite fest. Und das zeige ich euch jetzt nochmal von einer anderen Perspektive. Hier seht ihr das jetzt von der anderen Seite eben. Und da mache ich jetzt Folgendes. Ich mache da schon mal eine Schraubensicherung drauf. Da kann ich euch, also das ist quasi so eine Art Klebstoff für die Mutter, fürs Gewinde. Ja. Mache ich da mal drauf. Da darf man dann nicht zu lange warten, bis man die Mutter drauf macht. So, da gibt es unterschiedliche Typen. Ich habe meine hier schon ewig. So, jetzt ist mir natürlich das Ding da unten reingefallen und jetzt geht mir das so zurück. Vorführeffekt. So, jetzt kommt die da drauf. Die Beilagscheibe. Und jetzt mache ich da die Mutter drauf. Schrauben wir das so an. So, jetzt mache ich es nur noch so, dass ich hier mit einem Gabelschlüssel das Ganze festschraube und auf der anderen Seite mit einem Kreuzschlitz entgegenhalte und dann ist das ganze Ding auch schon wieder repariert. Ich mache das auch noch mit der zweiten Seite, weil ich denke, mir ist jetzt die eine Blechschraube rausgegangen.
Die zweite, die wird nicht mehr sehr lang auf sich warten lassen. Deswegen mache ich das an beiden Stellen und dann hält es auch wieder. Das war's auch schon wieder für das Video. Das ging, glaube ich, recht schnell, fand ich jetzt. Jetzt seht ihr, beide Halterungen hier sind jetzt wieder stabil. Ich habe, wie gesagt, die zweite auch gleich umgebaut auf diese Lösung. Ich habe dafür ganz normale Schrauben und Muttern verwendet, wie ihr es im Baumarkt auch kriegt. Ich mache euch aber zu der Schraubensicherung auch unten einen Link rein, so einen Kauflink, wenn euch sowas interessiert. Da gibt es meistens zwei Arten. Eine, die lässt sich wieder öffnen, die zweite, die lässt sich nicht mehr öffnen. Gut, wenn euch das Video jetzt gefallen hat, dann würde ich mich über einen Like oder über ein Abo sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit, viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Ciao!